Ja, mittlerweile sind auch 10 Jahre vergangen in Game. Wir haben über 8 Millionen und die verfickten Grafikfehler sind wieder da, was wahrscheinlich daran liegt, weil. Naja, weil AMD meinte, ja, das funktioniert so nicht ganz mit dem Rendern vom letzten Video, was Mercedes ach, in Dings. Wie heißt das? In. Sagt schnell, in Vegas gerendert wird. Stellen wir uns mal zweimal wieder sogar auf Standardwerte. Von da kann es sein, dass es dadurch vielleicht jetzt die Probleme gibt. Genau, wir wollten das so machen, dass wir mehr Leute hier auf die Strecke bekommen. Also mehr Züge hier auf diese Strecke. Ich schätze mal, wir klonen hier von einen Zug. Oder ein Zug doppelt. Oder die Züge doppelt. Dass wir hier 4 auf der Strecke haben. Wendel und Dreiachse, genau. Genau, ich glaube, ich habe in Horbruch war das ja noch. War Horbruch die Linie? Ich glaube ja, ne? Wir haben jetzt auch dort. Postkutsche. Ne, den Landauer haben wir dort. So. Oh Gott. Ja, das ist jetzt. Ernsthaft. Also übertrieben war es jetzt gerade eben in der letzten Aufnahme nicht. Also. Ich beende die nochmal kurz. So, Versuch die zweite. Jetzt ist jetzt mit der GPU auch wieder ein bisschen solider gerade zumindest. Ich würde aber sagen, dass wir erst auf diese Strecke und auf die andere Strecke, einen zweiten Zug packen, beziehungsweise für das. Irgendwas passiert, was mir halt überhaupt nicht gefällt. Also irgendwie. Ja, okay, das wird dann halt jetzt ein stockiges Video. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bedanke mich jetzt einfach mal wieder bei Windows. Vielleicht können sie diesmal wirklich nichts dafür, aber sehr merkwürdig. War doch sonst nicht so, also das ist irgendwie merkwürdig gerade. So, zack. Ist kurzzeitig ein bisschen langsamer, dann brauchen wir auf alle Fälle noch ein. Nee, was? Fahrsignal, Wegpunkt. Signal, Wegpunkt brauchen wir. Der danach halt so gesehen, oh Gott, hier rüber geht. Und da würde ich sagen, einfach sicherheitshalber, also sicherheitshalber, dann brauchen wir noch 2 Signale. Eins dort und eins hinten auf der anderen Seite. Dann sollte das hier zumindest das Ganze schon mal wieder ein bisschen beschleunigen. Dann muss ich nochmal gleich die Strecke. Kenstro. Altenkundschaft Küstrow ist das, ne? Ja. Bringt schon gut Geld ein, muss ich schon sagen. Altenkundschaft Bahnhof und danach geht es. Sicherheitshalber hier lang.
Scheint gerade gut zu funktionieren. Noch eine weitere Tram. Ist halt die Frage, machen wir immer einen Fahrzeugersatz drauf oder nicht? Das ist schon mittlerweile alt geworden, ne? 50 Jahre. Oh Gott, das kackt das WLAN hier gerade noch wieder rein. Ist ja wieder. Läuft ja wieder grandios die Technik hier. So, was haben wir denn überhaupt hier? Wir haben D1-3 und D1-3K. Wir haben aber mittlerweile ordentlich Geld, ne? Das kostet 1 Million. Bin ich gerade überlegen. Die sehr futuristische Big C ist ein Pionier der aerodynamischen Lokomotiven. Wie viel passen dann überhaupt hier rein? 54. Das ist natürlich schon ordentlich Batzen Geld, ne? Aber das ist natürlich auch wieder flott. Wir holen uns einfach mal die PLM 220. Die Frage ist ja, was passt halt da hinten dran? Ich würde jetzt schon noch was sagen, was ist Grünes, ne? Allerdings sollten die halt auch auf 60 fahren dürfen. Zu fahren können, nehmen wir das Abteilwagen, den Abteilwagen. 1, 2. Wo ist denn jetzt? Ah, da haben wir den Zug. Zack, zack und zack, sodass wir wieder bei 55 sind. Eisenbahnlinie Altenstadt Küstrow zu. Und machen hier ein Ersatzfahrzeug von PLM und das. Wie viele Bewegungen waren das jetzt? Das waren. Muss noch einer mehr hin, perfekt. Das können wir dann ja wieder immer noch erweitern. Das passt dann ja. Wunderbar, haben wir das schon mal erledigt. Ich weiß nicht, wie ich mich auf der Urstrecke verfahren möchte. Das machen wir bei. Die Frage ist, ab wann? Wie viel hat denn der aktuelle Zug für eine Lebenszeit? Aktuell eine Lebenszeit von 139% vor 30 Jahren. Dann machen wir es einfach mal ab 200%. Und machen das ein. Oh, 53 Sekunden. Ah, ne, Moment. 5 Minuten. Nicht übel. Genauso werden wir bei Niederhilversheim verfahren. Es sind auch zu viele Waggons, ist halt so. Holen wir uns vielleicht gleich nochmal rein. Das heißt, wir holen den rein, verkaufen den oder machen das dann gleich direkt. Ja, hier müssen wir halt per Hand verfahren. Mal gucken, was wir hier machen.
Wir schicken aber auch erstmal den vierten Zug auf Reise. Beziehungsweise wir schauen uns einfach mal an, wie der hier vorbeifährt. Ich werde wahrscheinlich gleich warten müssen, weil hier gerade so viel los ist. Das ist schon ein kürzerer Zug, muss man halt schon sagen, aber... Die erste Mitfahrt und so weiter wird es halt geben, wenn wir so was das betrifft, mehr oder weniger durch sind. Also wenn wir so ne, hier so ein bisschen fortgeschritten sind. Oh, ist ja auch noch die A3/4. Oh Gott, oh Gott. Lass mich raten, die kann über 100. Ich bin ja schon fast der Meinung, wir sollten entweder hier auf dreigleisig gehen. Ich glaube, wir sollten hier auf dreigleisig gehen und was kosten die überhaupt? 2,5. Und dann halt hier mit, dass wir halt hier den Zug auf den Zug 1 hier lassen. Und zwar halt immer noch dieses eine Gleis benutzen, aber dass wir die andere Linie halt, die neue Linie so gesehen, halt dann hier lang schicken und das halt so als Museumslinie so betrachten, schon mittlerweile jetzt. Auch jetzt als das betrachten. Boah, den Bahnhof noch ausbauen wäre natürlich auch sinnvoll. Das würde aber schon fast sagen, dass wir halt dann hier auf die 60 Kilometer gehen pro Stunde, dass wir halt dort halt eine Linie haben, die wir halt auch automatisch erweitern können. Dass wir das automatisch erweitern lassen können. Aber erstmal verfahren wir so, dass wir hier das Ganze ausbauen. So, das ist halt kurz der Abstand ein bisschen kürzer, langsamer. Okay, scheinbar hat sich das gerade so ein bisschen, was die GPU betrifft, gefangen. Und kann ich nicht sagen, sondern jetzt geht's wieder los. Ja auch, oh Gott. Noch nicht. Geh doch rein, Mensch. Was ist denn das hier? Genau so. So nicht anders. Die Hochgeschwindigkeitsgleise zu setzen, wird auch nochmal wieder ein Spaß für sich. Hä? So. Wir warten ja schon so, ja, der eine oder andere. So, Signal setzen wir dann hier hin. Ja, den ganzen Spaß auf der anderen Seite natürlich auch. Falls es mir überhaupt dazu kommt, dass es so ist. Setzen sicherheitshalber einen Wegpunkt. Und bearbeiten die Strecke nach Niedersdings nochmal sicherheitshalber. So, ein Rohrbruch. Da möchte ich dazwischen
Den Weg einbauen. Perfekt. Fahrzeuge, da werden wir dasselbe Verfahren haben, auch wie gerade eben. Der Zug, der schafft 60 durchgehend hier wahrscheinlich. Heißt, sie werden irgendwann so sein, dass. Na gut, der wird immer ersetzt werden, das passt dann noch wieder dann. Zeitlich gesehen. Oh, 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 jetzt geht es wieder ab hier mit der CFS-Batter. Oh, 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 oh. Ja, sprich, wir verfahren genau wie gerade eben auch. Wir kaufen uns die PLM und kaufen uns dann 5 Abteilwagen, schicken die auf die Strecke nach Niederhilbesheim, schicken diesen Zug, sobald er angekommen ist, zurück. Verkaufen das ein oder den einen oder anderen Waggon, also eigentlich 4 Waggons, und ja, machen dann wieder die automatische Ersetzung nach 200%. Alter, das ist gerade problematisch. Erstmal auf normaler Geschwindigkeit, damit wir ihn auch direkt wegbekommen. Das ist ja schon langsam, ne? Muss mal so sagen. Aber dann wird den Bahnhof auch in Rohrbruch. Ah, sieht schon nice aus, muss man schon sagen. So, das heißt, wo ist denn der andere Zug jetzt gerade hier? Der wartet hier immer noch. Es muss halt schon viel früher hier raufgehen auf andere Seite. Dann können wir nämlich hier bei der dieser Linie können wir dann auch einen Fahrzeugersatz machen. Zumindest aktuell, das wird sich ja wieder ändern. Zack. Bei 200% und ein. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Wir haben aktuell ein Dings von 11 Minuten, okay. Da geht es dann auch schon wieder direkt los, hervorragend. Der müsste jetzt auch gleich dort sein, genau dort sein. Ab, der kommt hier gerade an, hervorragend. Ich möchte
1, 2, 3, 4 verkaufen und dann kannst du wieder hier losdüsen. Ist ja auch bares Geld, was wir dadurch verlieren. So, dann müssen wir jetzt. Was heißt müssen wir jetzt? Ich würde sagen, das ist das fürs Erste und wir kümmern uns dann in der nächsten Folge um den Ausbau von dem Horbruchbahnhof, den Ausbau von dem alten Kunststadtbahnhof und der Erweiterung des Schienennetzes und gehen hier auf dreigleisig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben immer noch einen guten Puffer und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Das heißt, ich brauche jetzt ja auch kein. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder von Transport Fever. Ich brauche jetzt diesmal auch kein Pre für Episode 5, weil wir direkt weitermachen können. Sprich, wir speichern hier einfach und enden mit 6,2 Millionen. Wir haben ordentlich verloren hier, was das betrifft, an Geld, aber das kommt auch wieder alles rein. Also, das soll man sich mehr Sorgen machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Donnerstag? Freitag? Nee, heute ist Donnerstag. Samstag, glaube ich. Hoffentlich dann wieder. Wenn wir dann weitermachen, wenn wir den Ausbau hier betätigen und so weiter. Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.